Partei wie die AfD davon profitieren. Das ist ja das Kernproblem. Und ich weiß noch über Jahre, ich meine, Sie haben ja wirklich über Jahre auch immer eine Diskussion geführt, dass eine Eingrenzung der Migration, dass das irgendwie recht sei. Also mir wurde immer gesagt, schon als ich 2015, 2016 kritisiert habe, dass das einfach zu viel ist und uns überfordert, wurde mir immer unterstellt, ich sei AfDler. Und so hat man natürlich den Leuten quasi fast schon in den Kopf getrimmt, also Eingrenzung der Migration, das heißt AfD. Und das ist natürlich völliger Blödsinn, weil in anderen Ländern machen es ganz, machen es so sozialdemokratische Regierungen, konservative Regierungen. In anderen Ländern tun sie es. Und in Deutschland redet man ein bisschen und macht das. Das stimmt. Aber man ändert die Signale nicht. Also das Kernproblem ist doch, es gibt doch Gründe, warum der größte Teil der Migration in der EU ja nicht einfach in die EU geht, sondern nach Deutschland geht. Und Sie haben recht, dass das von EU-Parteien lange so gemacht wurde. Sie haben recht, gerade von Ihrer Ex-Partei. Und dass das Problem vielleicht auch von uns Medien nicht offensiv genug thematisiert wurde. Da würde ich Ihnen auch recht geben. So. Aber dieser Hebel, der wurde wirklich schon vor langer Zeit umgestellt. Herr Scholz war vielleicht der Letzte, der jetzt auch noch mal populistisch eine Schippe draufgelegt hat mit seinen massenhaften Abschiebungen. Ja, gut, aber die CDU hat es vor langer Zeit gemacht. Die FDP hat es vor langer Zeit gemacht. Die SPD hat es auch schon vor geraumer Zeit gemacht, würde ich sagen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Ahrmann nicht mag und Maischberger da eigentlich reicht? Also die Ahrmann, die ist ja noch viel polemischer als die Maischberger, aber inhaltlich genau auf deren Linie. Auch immer eingeladen. Also das ist ja furchtbar. Die FDP, die SPD-Innenpolitiker. Ja, nur da klappt also dann nicht eben so, Realität dass und Verbales. Sie brauchte, um jetzt da jetzt total... Aber es hat sich ja real eben nicht geändert. Und das ist ja das Problem. Das ist ja dann für die Leute auch unglaubwürdig. Also Herr Scholz lässt sich mit grimmiger Miene auf dem Spiegel abbilden und sagt, wir müssen jetzt irgendwie ganz viel abschieben. Real gehen die Zahlen weiter. Und ich glaube, die Debatte über Abschiebung ist auch nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist eben, dass Menschen, diejenigen, die ein echtes Asylrecht haben, das ist 1%. Natürlich haben die Anspruch auf Schutz. Dann gibt's Sie kommen in allererster Linie über die Aber alle anderen eben auch faktisch bleiben können. Und ich sage jetzt gar nicht, dass man da rückwirkend ganz viel ändern muss. Aber man muss ja zumindest mal irgendwie für die Zukunft was ändern. Und das passiert gerade nicht. Ich würde gerne noch wissen, denken Sie eigentlich, dass die AfD eine gefährliche Partei ist? Ich glaube, dass es in der AfD gefährliche Leute gibt und wenn die immer stärker werden, dann ändert das natürlich auch das gesamte Diskussionsklima in unserem Land. Und ein Herr Höcke oder auch ein Herr Krah, also Menschen, die wirklich davon ausgehen, eine Bevölkerung, ein Volk wird biologisch definiert durch ihr Blut, also das sind für mich Rassisten. Und das ist natürlich schon eine beängstigende Diskussion. Außerdem würde ich mir auch wünschen, dass wir eben auch über andere Wäre es jetzt, wie gesagt, schön, eine direkte Gegenrede zu haben. Also ich meine, was soll Beatrix von Storch jetzt zu Zitaten sagen, die sie selbst nicht getätigt hat und die sie größtenteils auch nicht kennen? Ist halt immer schwierig, schwierig. Themen, die wir im Land an großen Problemen haben, reden würden, über die AfD nie reden würde. Armut zum Beispiel, dass der Mindestlohn viel zu niedrig ist, dass die Renten schlecht sind. Nicht zu wichtigen Themen wechseln, bloß nicht zu wichtigen Themen wechseln, Frau Wagenknecht. Wir dürfen doch hier nicht über das reden, was die Bevölkerung tatsächlich interessiert. Wir sind hier dabei zu klären, ob rechtsextrem ist und darüber zu reden, wie wir für den Flüchtlingen jetzt neben Passierschein A38 noch Passierschein A39 verlangen können, damit wir sie auch ja schikanieren, ohne was grundsätzlich ändern zu können, ohne was grundsätzlich zu ändern an der Migrationspolitik oder an der westlichen Außenpolitik. Bloß nicht auf die wichtigen Themen gehen. Ja für die AfD keine Themen und das wären schon wichtige Themen. Storch gerne fragen, Mindestlohn gestimmt würde Frau von Storch gerne fragen wollen, ist in Ihren Augen... Das, was Kühnert da gesagt hat, stimmt tatsächlich. Die Linkspartei wollte einen noch höheren Mindestlohn als 12 Euro. Deswegen hatte sie gegen 12 Euro gestimmt, weil diese 12 Euro eben keinen Inflationsbeinhalteten. Also die Inflation war ja deutlich angestiegen, aber Scholz hat seine Forderung nicht an die Inflation angepasst. Deswegen hat die Linkspartei damals dagegen gestimmt. Also hier zum Kontext. Also so wie Kühnert das hier gerade noch so reinzuframen versucht, damit der Zuschauer ja einen falschen Eindruck vom BSW hat, das ist schon sehr manipulativ. Passt zur SPD. Wie bitte? Ja, natürlich, Entschuldigung. Bei der Abstimmung. Ist in ich bitte Sie, wir fordern seit Jahren die 12 Euro und wir haben damals gefordert. Ja, die Linkspartei, das kann ich nochmal erklären, die hat damals noch höheren Mindestlohn. Die wollte, glaube ich, 13 Euro. Dass er stärker steigt. Und wir haben auch jetzt gefordert, dass er Vielleicht also waren Sie bei der Abstimmung nicht dabei. Nein, oh Gott, was soll das? Das ist ja dumm.
Also was ist das jetzt für ein übles Framing? Also die Linkspartei hat damals dagegen gestimmt. Ja, 12 Euro sind zu wenig. 13 Euro, ja, 13 sind immerhin. Deswegen hat die Linke damals dagegen gestimmt. Deswegen habe ich nachgeguckt, ja, weil vorher, ob ich das sagen nicht, kann. Nicht okay. ausreichend war. Das ach war so. Der Hintergrund. Dann okay. haben okay. auch so. Ach so, ich versuche hier gerade ihre Partei zu framen und jetzt erinnert sie sich an die Abstimmung damals auch so. Gott, ist das dumm. Hier zeigt sich auch mal wieder, dass die SPD unser politischer Gegner ist. Leute wie Kevin Kühnert sind nicht unsere Verbündeten. Für die paar Verirrten, die in meinen Mindestlohn muss auf 16,50 Euro, ja. Aktuell fordert das BSW 14, die Forderung muss für die nächste Bundestagswahl nochmal deutlich angepasst werden. Ich habe ja schon mal ausgerechnet, für die Bundestagswahl 2025 sollte man vermutlich einen Mindestlohn von 16 bis 17 Euro fordern. Also die 16,50 Euro, die passen schon, die Real Guni da gerade vorgeschlagen hat. Also man sollte das, die Forderung von 15 Euro, die man gerade hat, nochmal deutlich nach oben setzen für die nächste Bundestagswahl. Also auf der Maus ausgerutscht? Nein, wahrscheinlich nicht. Nicht auf der Maus. Ich meine, die 12 Euro heutzutage, das ist einfach völlig unzureichend. Die Leute kommen davor und kommen nicht damit klar. Frau von Storch, ist überfällig. Sarah Wagenknecht.